Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich World Control für euch. Ja, ein Rezensionsexemplar, das ich von der BerlinCon 2018 mitgebracht habe. Und das ist ein Spiel von Lee McGregor und Ivo Imago. Ja, Ivo, danke für das Spiel nochmal. Und Ivo ist derjenige, der die Idee von Lee McGregor sozusagen umgesetzt hat und Fleisch werden gelassen hat oder irgendwie so. Ja, worum geht es in dem Spiel? Das Spiel ist im Monopoly-Stil angehaucht, ja, mit sehr vielen taktischen und mit einigen taktischen Entscheidungen zusätzlich dazu. Hat so die Grundmechaniken, aber ist dennoch viel taktischer und strategischer. Ja. Darum solltet ihr euch das Spiel mal angucken, es ist wirklich toll geworden und vom Thema her ist es ja auch so, ja, die Welt ist implodiert sozusagen, die Wirtschaft ist zusammengebrochen, die Kontrolle ist nur mehr von den Städten abhängig und ihr verkörpert einen Spieler, der mächtig viel Einfluss hat und dann eben mit diesen Städten hier arbeitet und jongliert. Ja, darum geht es in dem Spiel. Wie gesagt, ein Monopoly, das auch sehr kampfbasiert ist und mit einer schönen Kampfmechanik gleich vorweg. Und ja, ich würde sagen, am besten seht ihr euch das Spiel selber mal an, ob es für euch was ist. Ich finde es richtig gut geworden, es war toll sowas seit langer, langer Zeit in dieser Art wieder mal zu spielen. Und erstmal die Regelerklärung, ich hoffe, wir sehen uns dann beim Fazit wieder. Viel Spaß beim Zugucken, bis gleich. Na dann würde ich sagen, legen wir mal los und ihr seht schon, ganz untypisch jetzt erstmal hier das Spiel noch verpackt oder eingepackt und ich werde euch das jetzt zeigen, wie ich das live auf dem Tisch ausbauen werde. Vor allem, weil ich finde, dass es hier ein tolles Inlay gibt, ja? Also das Spiel auch innen, eine Augenweide. Dann öffnen wir mal den Deckel. Und jetzt könnt ihr hier schon erkennen, die Anleitung eingefasst hier. Danach der Spielplan und was jetzt ganz eigen und wichtig ist. Wir haben hier den Stanzbogen und den müsst ihr euch sozusagen behalten, ja, nicht wegwerfen. Nämlich fixiert der die Scheibe, die darunter liegt. Und verhindert auch, dass die Karten hier rauspurzeln können und dadurch passt hier alles auch wirklich noch schön rein. Vor allem dieser Stanzbogen ist auch so eine Art kleine Übersichtskarte bzw. Hinweiskarte. Ja, dann geben wir das alles mal raus und ihr seht schon, an den Ecken haben wir hier die Spielerfarben, die Spielsteinchen, die wir im Spiel benutzen werden. Ich werde jetzt mal hier zwei Spielerfarben auswählen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal Rot, die dürfte man im Video gut erkennen, und Blau. Ja, dann haben wir natürlich noch einiges an Würfel. Und zwar 5 rote Würfel, 5 weiße Würfel. Und dann haben wir noch 3 W12 und einen W10. So, das Ganze mal auf die Seite. Und diesen schönen Einsatz hier kann man auch natürlich herausnehmen. Den platziert ihr irgendwo auf dem Spieltisch, der bitte für alle gut erreichbar ist. Und die Schachtel geben wir mal auf die Seite. So, dann der Spielplan. Schauen wir mal, ob wir das alles hier richtig auf die Kamera bringen. Machen wir das Ganze mal auf. Haben wir den schönen Spielplan und dann geht es auch sofort los. Wir bekommen hier Spielsteinchen und Geld, ja, also bedingt nach Spieleranzahl dürft ihr hier dann, ich werde jetzt hier diesen Ablagetray ein bisschen aus der Kamera geben, damit ihr das Spielbrett besser seht. Also jeder Spieler bekommt eine gewisse Anzahl an Korps, ja, das sind die sozusagen die Einheiten im Spiel, für den Spielstart auf die Hand. Den restlichen Vorrat könnt ihr erstmal im Säckchen belassen, damit ihr sie nicht mit der Hand verwechselt und legt sich dann das Ganze ab. Ja, also eine Spielsteinfigur noch auf die Start- bzw. auf das Startfeld hier oben. Und den Zoom noch ein bisschen verbessern. So, dann der rote Spieler holt sich auch noch Steinchen, die er auf die Hand bekommt. Ich zähle die natürlich jetzt nicht ab. Ja, wir legen die Steinchen hier vom roten Spieler an und die blauen Steinchen hier.
Nur als Beispiel, damit ihr das Ganze visuell besser sehen könnt. So, natürlich beginnt er auch hier bei Start. Ja, ich zeige euch das jetzt mit zwei Spielern. Mit vier Spielern funktioniert das auch nicht relativ anders. Wenn der einzige Unterschied ist, wenn ihr das Spiel zu zweit spielt, dann bekommt ihr noch einen Leader sozusagen von einer anderen Farbe dazu, dann steuert jeder Spieler zwei Leader, aber die Anzahl an Korps, die bleibt dann gleich. Ja, dann bekommt noch jeder Spieler eine gewisse Anzahl an Geld. Ja, das sind dann meistens irgendwas über 2 Milliarden, die er bekommt. Ihr seht ja das Geld, das sind Cellos. Ja, das sind 500 Billionen. Und dann holen wir uns da noch ein paar Geldscheine zum Vorführen. Ihr seht schon hier, das sind die Geldscheine, Papierscheine hinten und vorne bedruckt. Und dann werden die Würfel natürlich noch bereitgelegt, dann kann das Spiel beginnen. Ja, was ist das Ziel des Spiels? Natürlich sozusagen die Weltherrschaft an euch zu reißen. Und wenn ihr als letztes am Spieltisch sitzt, dann habt ihr das Spiel gewonnen. Wie funktioniert das? Ja, jeder, der Monopoly mal gespielt hat, der kennt natürlich die Grundfunktion. Wenn ihr an der Reihe seid, würfelt ihr einen Würfel und dürft euch dementsprechend die Felder weit bewegen. Wie würde das aussehen? Angenommen, Spieler Blau ist an der Reihe, würfelt hier eine 2 und darf sich dann zwei Schritte bewegen. Ja, jetzt am Spielstart ist es so, erstmal müsst ihr bestimmen, wer das Spiel beginnt. Ja? Dann bestimmt ihr einen Startspieler. Dann würfelt ihr so lange, bis ihr auf eine Stadt kommt, in dem Fall eine 8, ja, das würde dann hier sein, das wäre das Newsfeld. In diesem Fall müsste ich nochmal würfeln, so lange, bis ich auf eine Stadt komme, die kann ich mir dann kaufen, wenn ich möchte. Das ist dann die Anfangsstadt der Spieler in dieser Spree-Round. Ja, als erstes für den Spielstart müsst ihr mal eine zufällige Stadt kaufen. Ja, die Stadtkarten, die befinden sich hier. Die könnt ihr natürlich auf den Spielplan schön verteilen, auf die jeweiligen Bereiche. Und die sehen wir dann gleich. Ihr kauft euch eben so eine Startkarte. Ja, zum Beispiel hier haben wir Jerusalem. Jerusalem kostet euch 400 Billionen. Gebt das Geld an die Bank und dann habt ihr Jerusalem in eurem Besitz. Was dann genau noch passiert, erkläre ich euch gleich. Ja, zurück noch zu den Grundregeln. Es gibt noch Karten in diesem Spiel, das ist eben so ein Unterschied im Gegensatz zu Monopoly. Damit ihr nicht so von glücksabhängig seid beim Bewegen, könnt ihr noch eine blaue Karte spielen, die ihr auf der Hand habt und dadurch den Würfelwurf ersetzen. Ja, ich kann sagen, ich werfe den W10 nicht, spiele dafür diese blaue 5 und darf dann 5 Schritte gehen, was natürlich dann auch strategische Optionen offen lässt, da man möglichst auch seine eigenen Felder treffen will. Ja, wie gesagt, ihr würfelt, bewegt euch. So, jetzt zum Einkaufen einer Stadt. Ist die Stadt unbesetzt, ja, oder sie gehört keinem Spieler, dann könnt ihr die Stadt kaufen. Wie vorher gezeigt, gebt ihr hier diesen Wert ab und kauft sie euch. Jetzt das Besondere an diesem Spiel ist, ja, ihr habt Korps, ja, das sind die Einheiten in diesem Spiel sozusagen, die Besatzungsmächte, wie man will. Und wenn ihr so eine Stadt gekauft habt, dann dürft ihr euch entscheiden, wie viele Korps ihr da platzieren möchtet. Angenommen, wir haben jetzt hier Jakarta, weil es gerade so schön im Bild ist, zoomen wir mal ran. Jakarta mit der Nummer 16, suchen wir uns das raus. Die haben wir hier. Bezahlen die Karte, legen sie vor uns ab. Jetzt können wir uns entscheiden, schon mal einen Korps fix auf Jakarta zu legen. Was würde das bedeuten? Ihr habt hier 5 Felder, 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ich jetzt einen Korps hier auf das Feld Nummer 1 lege, dann habe ich sozusagen eine Besatzungsmacht oder eben ein Militär in der Stadt positioniert oder einen Machttoken und bekomme den Bonus, der hier abgedruckt ist. Ja, in dem Fall würde ich einmal Bio bekommen, dann hole ich mir so einen Biomarker hier und lege ihn in meinen Vorrat. Ja, die
Marker sind hier auch in der Scheibe drin. Zu den Markern komme ich dann eben noch später. Ja, aber ihr könnt euch auch entscheiden, diesen fixen Marker nicht zu legen, sondern das Ganze auszuwürfeln. Jedes Land hat hier eine Grenzlinie. Diese Grenzlinie müsst ihr mit dem W12 übertreffen. Was soll das vom Thema her bedeuten? Ja, ihr versucht mit mehr Einheiten in die Stadt vorzurücken, müsst aber sozusagen eine Barriere von 5 überwinden, um in die Stadt reinzugelangen. Mit dem W12 ist das schon fast eine 50-50 Chance. Wenn ich mich jetzt für das Würfeln entscheide, darf ich bis zu 3-mal würfeln. Ja, in diesem Fall würfeln wir einmal und hätte jetzt eine 9. Das heißt, ich darf schon mal einen in die Stadt legen, dann noch einmal eine 1, das wäre nichts, und eine 2, das wäre auch nichts. Ja, aber im optimalen Fall wäre ich 3-mal über die 5 gekommen. Ja, ihr müsst immer über die Zahl würfeln, nicht gleich, sondern drüber. Dann hätte ich bei 3 Erfolgen hier bis zu 3 Korps reinlegen dürfen. Ja, hätte ich hier den 4. gelegt, würde ich hier nochmal einen Biomarker dazu bekommen. Was machen die Korps in der Stadt? Zum einen beschützen sie eure Städte, denn im Unterschied zum Monopoly kann man diese Städte auch angreifen. Und zum anderen fungieren sie wie bei Monopoly die Häuser und werten eure Stadt natürlich auf. Ja? Wenn der Gegner jetzt hier darauf landet, dann müsste er für 3 Korps 300 Billionen an euch zahlen. Oder natürlich kämpfen, aber zum Kampf dann später mehr. Ihr seht schon, bei 5 Korps muss er dann 600 Billionen abdrücken, was eine ganze Menge ist. Ja, gleich dazu, wenn ihr wieder auf dasselbe Feld landet, ja, angenommen die Runde ist durch, ihr kommt hier vorbei oder durch einen anderen Effekt, setzt euch wieder drauf, ja, dann könnt ihr euch entscheiden, wieder einen Korb zu legen oder einen Korb von der Stadt auf eure Hand zurückzunehmen. Zur Erinnerung, dieser Vorrat hier, der vor euch auf dem Tisch liegt, ist eure Hand. Ja, und das im Säckchen hier ist euer allgemeiner Vorrat, den ihr später noch dazu erwerben könnt. Ja, wie gesagt, entweder dürft ihr einen reinlegen oder einen entfernen. Wenn ihr auf eurer Stadt landet, dann passiert noch etwas, und zwar bekommt ihr alle Ressourcen, die ihr hier abgedeckt habt. Ja, in dem Fall hätten wir zum Beispiel 4 Korps da liegen und ich schaffe es wieder auf die Stadt drauf zu kommen, bekomme ich sofort 2 solche Tokens auf die Hand. Ja, was macht man mit diesen Tokens? Das ist auch sehr, sehr einfach, und zwar könnt ihr diese Tokens eintauschen. Ihr seht hier so eine Art Tauschtabelle auf dem Stanzbogen. Das ist hier. Ihr könnt 3 gleiche Farben abgeben, also 3 gleiche Tokens abgeben und die jeweilige Farbe an Karte auf die Hand nehmen. Ja, wenn ich jetzt 3 Bios abgebe, dann bekomme ich eine blaue Karte. Oder wenn ich 3-mal Öl abgebe, ja, hier so eine rote Ölmarke, hier, dann würde ich eine rote Karte bekommen. Ihr könnt da auch 5 gleiche abgeben und 2 Karten dafür in der jeweiligen Farbe bekommen. Oder 6 verschiedene Marker, dann bekommt ihr sogar 2 Korps. Ja, diese Marker könnt ihr euch auch frei von der Bank kaufen. Ja, das heißt, für 80 Millionen, das steht auch hier drauf, Billionen, für 80 Billionen könnt ihr euch so einen Marker kaufen und ihr könnt einen verkaufen für 10 Billionen. Macht strategisch auch einen Sinn, denn wenn euch einer fehlt, kauft ihn und tauscht ihn dann gegen Korps oder Karten ein. Ja, dann der nächste Effekt. Wenn ihr auf eurer eigenen Stadt angelangt seid, könnt ihr eben 4 Aktionen durchführen. Die erste haben wir schon gesehen, einen Korb legen, dann die zweite, einen Korb entfernen. Dann gibt es noch die dritte Aktion. Ja, also der Bonus, den ihr hier bekommt von diesen Markern, den bekommt ihr sofort immer. Ja, ihr landet drauf, bekommt eure Marker und dann eben die 4 Aktionen entfernen, draufsetzen oder einen Airlift machen. Airlift bedeutet jetzt, ihr verlegt eure Einheiten. Angenommen, uns würde Caracas hier auch noch gehören.
Jetzt könnte ich sagen, ja, vom Thema her, ich lade jetzt meine Einheiten in Flugzeuge. Da kann ich bis zu zwei Flugzeuge auswählen und dann in ein Land stellen, das keine Korps oder einen Korb besitzt und dadurch eben jetzt diese Einheiten hier in dieses Land verlegen. In diesem Fall würde mir vielleicht Caracas gehören, habe aber keine Korps drauf, darf ich bis zu zwei Einheiten wählen und dann nach Caracas schicken. Wenn ich schon einen drauf habe in Caracas, kann ich maximal einen Korb hier verlegen. Ja, da müsst ihr zusätzlich noch etwas beachten. Und zwar müsst ihr bei einem Airlift auch die Grenze überschreiten. Ja, also Caracas hat eine 4 als Grenze, also müsst ihr beim Airlift auch noch, wenn ich jetzt wähle, zwei Korps nach Caracas zu schicken, für jeden Korb würfeln, ob er es über die Grenze schafft. Ja, eine 4 hätten wir es nicht geschafft. Eine 5, ein Korb wäre hier gelandet. Das ist wichtig, damit der Gegner diese Stadt nicht kampflos bekommt. Ja, dann könnt ihr noch einen Airstrike machen. Das generelle Kampfsystem erkläre ich euch gleich, aber ich zeige euch noch den Airstrike. Das ist jetzt dasselbe wie der Airlift. Jetzt nehmen wir mal an, der blaue Spieler hat hier, also man muss nicht benachbart sein, aber natürlich, dass ihr das besser erkennen könnt, hat hier eine Stadt mit drei Einheiten oder auch vier vielleicht. Dann könnte ich statt dem Airlift auch einen Airstrike machen. Ich wähle wieder bis zu zwei Einheiten und darf damit versuchen, bis zu zwei Einheiten hier aus Caracas zu töten. Ja, das macht den Sinn, dass er schwächer wird und wenn man die Stadt versucht zu übernehmen, dann hat man ein leichteres Spiel. Wenn der natürlich hier weniger Einheiten hat, bekommt er auch weniger Ressourcen. Sozusagen thematisch fliegen die zwei rüber und werfen ein paar Bomben hier ab. Ja, dazu müsst ihr wieder würfeln, ob sie es denn über die Grenze schaffen. Wie funktioniert's? Wieder den W12. Wir sehen uns die Grenze von 4 an. Ich wähle jetzt zwei Flugzeuge sozusagen. Der erste hat eine 8. Er schafft es rüber. Das heißt, wir kommen hier auf das Kampffeld. Dann der zweite hat eine 8, kommt auch auf das Kampffeld. Ja, dann kämpfen immer jetzt in dem Fall 2 gegen 2. Da der hier 4 Einheiten hat, muss er auch zwei Verteidiger hier wählen und dann wird gekämpft. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Das ist ganz simpel. Ich hoffe, ihr könnt die Marker hier erkennen. Die kämpfen immer in maximal 3 Runden gegeneinander. Jetzt in der ersten Runde kämpfen die zwei gegeneinander und dann würfelt man diese Würfel. Der Angreifer die roten Würfel, der Verteidiger die weißen Würfel. Generell gilt, der Verteidiger gewinnt immer bei Gleichstand. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, anstatt des roten Würfels so eine Karte zu spielen und das Ergebnis des roten Würfels vor dem Wurf schon festlegen. Da könnt ihr beliebig viele Karten spielen, aber nur eine Karte für eine Einheit. Ja? Wenn ich jetzt zwei Karten hätte, könnte ich sagen, anstatt in dem Fall nicht, beim Airstrike kämpft immer nur einer, aber der andere Spieler könnte jetzt auch eine Karte spielen, zum Beispiel die 5. Am besten, wenn ihr beide Karten spielen wollt, legt ihr sie erst verdeckt ab. Und wenn beide keine Karten mehr spielen wollen, dann deckt ihr sie auf. 3 gegen 5. In diesem Fall würde der Verteidiger gewinnen. Dann verliert der Angreifer hier eine Einheit. Und diese Einheiten sind dann komplett zerstört. Ja, das seht ihr hier, eigene Fächer mit einem Totenkopf. Die werft ihr dann hier rein, die stehen euch im restlichen Spiel nicht mehr zur Verfügung. Ja, also die, die sterben, sind generell weg. Da muss man dann drauf aufpassen. Ja, angenommen, keiner hätte jetzt Karten gespielt. Oder sagen wir nur, der blaue Spieler spielt eine Kampfkarte 3, der andere nicht. Dann würfelt der Angreifer seine Würfel, hat eine 4, besiegt also jetzt den Verteidiger hier, entfernt einen Verteidiger. Dann spielt er eine zweite Kampfrunde. Ja?
Und jetzt nehmen wir mal an, beide Spieler würfeln, der Verteidiger hat eine 4, der Angreifer eine 3, dann hat dieser eine Verteidiger hier wieder einen getötet und es steht 1 gegen 1. Jetzt könnte er noch eine dritte Kampfrunde spielen, aber wenn der Verteidiger sagt, nein, ich will nicht mehr, dann kann er den Kampf auch abbrechen und wieder nach Hause fliegen, um seine Einheit zu retten. Wenn er nicht möchte, ja, dann würfeln die beiden wieder gleichzeitig eine 6 gegen eine 3. Ja, der Verteidiger hat gewonnen und der Airstrike hat dem Verteidiger nur einen Korps gekostet. So ist der Airstrike. Da gibt es dann eben wesentliche Unterschiede zum normalen Kampf, zu dem wir jetzt gleich kommen werden. Ja, habt schon gesehen, Airstrike dient nur dazu, den Gegner hier die Einheiten zu schwächen. Mit einem Airstrike könnt ihr keine anderen Gebiete erobern, sondern lediglich die Korps vernichten. Ganz wichtig auch, wenn hier der Airstrike, wenn ihr den machen wollt und die kommen nicht über die Grenze, weil ihr hier schlecht gewürfelt habt, dann fliegen die Einheiten einfach wieder zurück. Ja, und wenn ihr mit dem zweiten würfelt, dann entweder schafft ihr es über die Grenze hier oder er kommt auch wieder zurück. Er fliegt einfach wieder zurück, weil eben die Barriere zu stark ist. Ja, das war der Airstrike. Jetzt habt ihr schon gesehen, im Vergleich zum Monopoly gibt es hier doch einiges mehr zu beachten. Jetzt kommen wir zum generellen Kampf in diesem Spiel. Und zwar, bevor der Kampf beginnt, muss der Spieler, der angreift, überhaupt würfeln, ob er angreifen darf. Ja? Und zwar läuft das so ab, er setzt einen seiner Korps von seiner Hand und muss versuchen, über den Grenzwert dieses Bereichs zu kommen. Ja? Das heißt, er würfelt dann den W12 und hier hat er einen Grenzwert von 5 gehabt, das heißt, er dürfte das Land angreifen, da er eine 10 besitzt. Wenn der 5 oder weniger würfelt, dann verliert er diesen gesetzten Korb und darf dieses Land nicht angreifen und müsste folglich auch die Strafe zahlen. Ja, das müsst ihr euch noch vor, als Anhang zu dem Kampf vorstellen. Also ich zeige das nochmal als Beispiel. Und zwar angenommen, Spieler Rot kommt jetzt auf dieses mit 4 Korps besetzte Caracas, hat einen Grenzwert von 4. Dann setzt Spieler Rot einen Korps, würfelt. Er hat eine 8, also darf er den Kampf beginnen. Hätte er diese 4 erreicht oder unterboten, dann hätte er verloren und der Korps wird komplett vernichtet und er muss hier diese Strafe bzw. die Schulden an der Karte zahlen. Und bei Caracas bei 4 Korps wären das 450 Billionen, weil er es einfach nicht geschafft hat, generell über die Grenze zu fliegen. Das ist eigentlich das coolste Element. Jetzt kommt der blaue Spieler und sagen wir, Jakarta hat jetzt hier 4 Korps liegen und der blaue Spieler rennt jetzt hier auf Jakarta rauf. Jetzt sieht der rote Spieler mal an seiner Übersichtskarte, blau müsste jetzt 500 Billionen zahlen. Jetzt hat der die Option, zahle ich die 500 Billionen oder will ich kämpfen? Blau sagt, nein, ich will kämpfen. Und wir erinnern uns, er hat hier diese ganzen Korps auf der Hand. Jetzt startet der Kampf. Jakarta hat 4 Verteidiger. Jetzt gibt es auch 3 Kampfrunden und Spieler Blau kann jetzt entscheiden, wie viele Einheiten er in diesen Runden in den Kampf schickt. Wenn er jetzt sagt, er schickt 2 von seinen Einheiten in den Kampf, ja, dann werden die hier abgelegt. Ich lege euch die Würfel hin, man kann die blauen ein bisschen schwer sehen auf der schwarzen Karte. Also Spieler Blau greift an, hat 2 Würfel zur Verfügung. Jetzt darf der Verteidiger auch, beziehungsweise muss er 2 Einheiten ins Spiel bringen. Ja? Also nicht alle 4, sondern immer nur so viele, wie auch angreifen. Ja? Es herrscht nie Ungleichheit an Einheiten auf diesem Feld. Und dann würden jetzt in der ersten Kampfrunde diese 2 gegeneinander würfeln. Natürlich könnt ihr vorher noch Karten spielen, wenn ihr wollt. Ja, da gibt es auch eine
Auto-Win-Karte sozusagen. Mit der habt ihr dann sofort gewonnen und den gegnerischen Würfel vernichtet. Ja. Aber jetzt gehen wir davon aus, Spieler Blau möchte die Stadt unbedingt einnehmen. Er schickt gleich 4 Einheiten in den Kampf. Er könnte aber nicht 5 Einheiten schicken. Warum? Weil Spieler Rot hier nur 4 Korps liegen hat. Hätte der 5 Korps liegen, könnte Spieler Blau auch 5 Korps reinschicken. Ja, dann muss der natürlich jetzt 4 Verteidiger aufstellen. Und angenommen, es spielt jetzt keiner eine Karte, weil er sich für später aufheben will, dann wird jetzt gewürfelt. Das sehen wir uns jetzt an. So, alle Spieler werfen ihre Würfel gleichzeitig. Wir erinnern uns, Rot Verteidiger, Weiß der Angreifer. Dann könnt ihr euch für das leichtere Auswerten die Würfel je nach Augenzahl von oben nach unten, höher, niedriger, nebeneinander anlegen. Und höhere Würfel schlagen immer niedrigere Würfel, beziehungsweise Gleichstand gewinnt der Verteidiger. Sehen wir uns die ganze Situation mal an. In der ersten Runde, der Verteidiger gewinnt, ja, muss also einen Korps entfernen, der Angreifer. Ja, das ist natürlich nicht so toll, der stirbt. Dann, der Verteidiger hat auch wieder eine 6, gewinnt, Korps vernichtet. Dann haben wir hier, der Verteidiger gewinnt, Korps vernichtet. Zack, er hat ziemlich gut gewürfelt, Verteidiger gewinnt, Korps vernichtet. So, das ist natürlich jetzt ein fataler Angriff gewesen mit einer Bombenverteidigung. Ich finde, das thematisch kommt das schon cool rüber, aber natürlich stark würfelglücksabhängig, wenn ihr keine Karten habt. So, das war die erste Kampfrunde. Ist natürlich jetzt schlecht ausgegangen. Jetzt hat aber Spieler Blau noch genug Korps auf der Hand. Was kann er jetzt machen? Zweite Kampfrunde startet und er könnte jetzt wieder bis zu 4 Korps in das Feld schicken. Ja, die rücken nach vorne, beziehungsweise die erste Kampfrunde war hier an der Außenlinie. Dann kommt die zweite Kampfrunde aus Übersicht. Wir schieben alle nach vorn. Und der andere Spieler, er könnte jetzt auch natürlich nur 3 Einheiten ins Spiel schicken, weil wir haben dann noch eine letzte Kampfrunde, könnte er es auch schaffen, aber er will jetzt wieder mit 4 angreifen. Würde er jetzt nur 2 in Kampf schicken, dann müsste der Spieler hier seine 2 zurückziehen und kämpfen wieder 2 gegen 2. Aber wir haben hier wieder eine 4 gegen 4, Spieler Blau will es wissen. So, jetzt hat Spieler Blau einen kleinen Trumpf auf der Hand. Spieler Rot will keine Karte spielen, Spieler Blau macht das schon. Ja, der legt eine Auto-Win-Karte. Dann darf der nur mehr 3 Würfel würfeln, weil das zählt ja als Würfel sozusagen. Ja, Spieler Rot hat seine 4 Verteidigungswürfel und ich würde sagen, wir würfeln einmal. So, dann wird gewürfelt. Wow, so hätte ich gestern auch gern gewürfelt. Das wäre schon der Hammer. Ja, heftig. Also wieder dasselbe Ergebnis. Na komm, jetzt machen wir mal ein anderes Ergebnis. So, das war echt übel. 5, 4, 2, 6, 5 und 6. So, wir haben einen Auto-Win, der besiegt schon mal eine 5, die 6 besiegt die 4, ja. Die zweite 6 besiegt die 4, der 5er hier besiegt die 2. Also hat der jetzt in dieser Runde alle 4 Verteidiger getötet und könnte jetzt die Stadt übernehmen. Hätte das nicht geklappt, ja, und es wäre noch ein Verteidiger über gewesen, ja, beziehungsweise beide haben Einheiten verloren. Angenommen, es würde jetzt so ausgegangen sein, ein Verteidiger über, 2 Angreifer über, dann gibt es die dritte Kampfrunde, ja, die kommen dann alle hier auf das dritte Feld, also 1, 2, 3. Und jetzt darf er natürlich nur mehr 1 gegen 1 kämpfen und entweder macht ihr das jetzt auch mit solchen roten Schlüsselkarten, ja, weil ihr die dann eben jetzt taktisch noch für das Ende, für das Finale aufgehoben habt.
Und ansonsten wird ausgewürfelt. Und in dem Fall gewinnt der Angreifer und würde die Stadt übernehmen. Ja, er hat eben diesen Kampf gewonnen, sobald sich in der Stadt hier unten kein Korps mehr befindet, nach diesen drei Attacken, dann darf er diese Stadt übernehmen. Hat er es nicht geschafft, ja, also der Verteidiger hätte hier noch einen Korps in der Stadt, dann müsste er trotzdem hier das angegebene zahlen. Wir erinnern uns, es waren 4 Korps an der Zeitpunkt des Angriffes auf der Stadt. Ja. Das heißt, er muss nicht jetzt einen Korps bezahlen, sondern er muss Stärke 4 bezahlen. Und das wäre dann 500 Billionen an den Verteidiger. Ja, angenommen, er hat die Stadt jetzt übernommen. Was passiert dann? Das ist das Gleiche, als hätte er sich die Stadt gekauft. Ja, er darf jetzt gratis einen Korps platzieren oder, beziehungsweise der blaue Spieler, oder er darf auswürfeln, ja, er darf wieder bis zu 3-mal würfeln. Der hat einen Grenzwert von 5, da wird jetzt nichts passieren mit dieser 5. Der Würfel ist leider ein bisschen schwer zu erkennen, das ist ja eine 4, auch nichts. Eine 4, auch nichts. Ah, 7 ist das, sorry. Das heißt, einen wird er bekommen. Ja, ihr seht schon, bei den meisten Feldern, die dann später kommen, da haben wir dann eine 7 an Grenze hier oben. Ich zoome nochmal ran. Wir haben hier eine 7er Grenze, dann hier die ganz tollen Felder beginnen dann schon mit 8, ja, und Teheran und Jerusalem dann mit einer 9 hier drüben. Das heißt, es ist sehr schwierig, hier auf diesen großen Städten mit einer 9, mit einem Würfel da dreimal drüber zu kommen, aber wenn ihr es schafft, ist es natürlich toll. Wenn wir uns Jerusalem mal ansehen, ja, wie in Monopoly die letzten zwei Städte sind ja immer sehr teuer. Bei 5 Korps, ja, da müsste der andere dann 1,6 Trilliarden zahlen. Und das ist schon eine ordentliche Stange. Da kann man schon bankrott gehen. Ja, das war das Kampfsystem, das ich echt cool finde. Und jetzt gleich zu dem Kampf nochmal. Und zwar, das ist eben der coole Unterschied zu Monopoly. Ja, in Monopoly bewegt ihr euch, müsst beinhart zahlen, so viele Häuser, wie ihr da auf dem Feld habt, und habt dann eigentlich keine Option mehr. Hier habt ihr die Option, mit eurem Korps zu kämpfen. Das heißt, auch wenn ihr kein Geld habt, weil ihr schon nahe am Bankrott seid und ihr habt noch genug Korps auf der Hand, könnt ihr jemanden ein Land wegnehmen, indem ihr den Kampf gewinnt. Das ist eine richtig tolle Option und bringt viel Abwechslung in dieses normale Monopoly-System, und das ist echt gelungen. Ja, dann gibt es natürlich noch die Spezialfelder, und die sind sehr, sehr witzig. Ja, zum Beispiel, also die News sind sehr witzig, weil bei den News, wenn ihr raufkommt, dann zieht ihr hier Eventkarten und ihr seht hier, dann gibt es immer The Queen drowns in a cup of tea, England, Suez, India for a bad taste, Mumbai 70 Billionen an London. Ja? Also der Mumbai-Besitzer muss 70 Billionen an London zahlen. Dann gibt es noch eine Eventkarte, wo ist die nochmal? Die hat für sehr viel Gelächter gesorgt gestern. Ich zeige euch die mal hier, schau. Supreme Leader Kim Jong-un has a bad day. Ja? Also eine Anspielung an Kim Jong-un. Er hat einen schlechten Tag. Um seine Gefühle des Ärgers zu zeigen, macht er eine schreckliche Rakete oder lässt er eine schreckliche Rakete bauen und präsentiert sie natürlich. Und ihr seht schon, der Besitzer von Pyongyang bekommt einen Waffenmarker. Aber ich zeige euch hier die Karten mal in die Kamera. Da gibt es den Nuclear War. Wo ist der? Mal schauen, ob wir den Nuclear Holocaust. Und der war sehr lustig. Ja, mit dem hat keiner gerechnet. Every player rolls all dice. The winner chooses a city to be completely destroyed. Ja? Also ihr seht schon, nuklearer Holocaust. Jeder Spieler rollt alle Würfel im Spiel
Und der mit der höheren Nummer darf sich eine Stadt aussuchen. Für den Rest des Spiels ist sie komplett zerstört. Ja, das hat für viel Aufsehen und Gelächter gesorgt, weil jeder, was, alle Würfe? Echt alle Würfe? Ja, das ist dann echt krank. Wenn man diesen ganzen Bulk hier würfeln muss und dann zusammenzählen, ja, beim Zusammenzählen kann man da manchmal schon abenteuerliche Ergebnisse raus, speziell zu später Stunde. Das war echt ein überraschendes, sehr lustiges Event und mit einem tollen, sarkastischen Humor hier das Ganze gemacht. Das finde ich echt toll. Das sind nur Papierausdrucke und keine Karten. Natürlich verstehe ich, macht das ganze Spiel natürlich ein bisschen günstiger in der Produktion, aber ist voll okay. Ja, das waren die Eventkarten. Dann gibt es natürlich noch das Startfeld hier. Wenn ihr drüber kommt, dann dürft ihr euch aussuchen, entweder ihr bekommt zwei Korps auf die Hand oder ihr bekommt zwei Kampfkarten auf die Hand oder zwei von den blauen Bewegungskarten hier. Nicht vergessen, die Kampfkarten können auch euren Grenzwert modifizieren. Ja, das habe ich vergessen. Und zwar, wenn ihr hier solche Grenzwerte auswürfen müsst, wegen Verlagerungen oder eben ob ihr kämpfen dürft, dann dürft ihr die Karte vorher ausspielen, um sie zu einem Würfelwurf hinzuzurechnen. Eben zwei rote Karten oder zwei blaue Karten oder ihr bekommt 200 Billionen an Cellos oder ihr sucht euch aus, zwei Korps vom Vorrat auf die Hand zu nehmen. Ja, dann das nächste Feld hier in der Ecke hier unten ist das HQ, ja, und zugleich das Gefängnis. Wenn ihr drauf kommt, dann dürft ihr einen gratis Luftschlag machen. Ja, normalerweise beim Luftschlag wählt ihr zwei Einheiten von dem Gebiet, von dem ihr jetzt steht, und greift mit einem anderen an. Und bei diesem Luftschlag hier dürft ihr zwei Korps von der Hand nehmen, ja, also von hier sozusagen, und für den Luftschlag verwenden. Das ist natürlich toll, weil ihr nicht Einheiten von diesem Land opfern müsst. Ja, dann dieses Feld hier, Vacation, wenn ihr es betretet, dürft ihr euch irgendwo ein anderes von euch besetztes Feld wählen und euch platzieren. Hier habe ich nichts gefunden, ob man dann noch den Zieher über Startbonus bekommt. Wir haben es schon so gespielt, dass man, wenn man Vacation macht, auch hier diesen Startbonus bekommt, wenn man sich hier rüber platziert. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gefunden, aber das wird schon passen. Ja, das war das Vacation. Dann haben wir hier die Domestic Crisis. Wenn ihr drauf kommt, dann kommt ihr sozusagen ins Gefängnis. Dann müsst ihr die nächsten zwei Runden, die ihr habt, aussetzen oder ihr zahlt Geld, das ich jetzt gerade vergessen habe. Das sehen wir mal kurz in der Anleitung. Und zwar, hier ist es. Ihr müsst 100 Billionen zahlen, um normal weiterspielen zu können oder eben zwei Runden auszusetzen. Ja, dann gibt es noch die Sonderfelder wie hier der Friedensnobelpreis. Ja, das ist zwar blöd, das ist ein negatives Feld eigentlich, ja, aber weil ihr den Friedensnobelpreis bekommt, müsst ihr entweder 100 Billionen zahlen oder einen Korps von eurer Hand vernichten. Würde auch thematisch natürlich passen, weil ihr ja in den Frieden investiert habt, da will man eben nicht drauf. Dann gibt es noch die Ozeanfelder, die sind klassisch wie ein Monopoly. Wenn ihr sie besitzt, könnt ihr euch zwischen denen natürlich auch bewegen. Ja, ihr könnt auch von denen zu jedem anderen Ozean reisen. Und je mehr ihr von diesen Ozeanen besitzt, von diesen hier, desto teurer wird es für die anderen, wenn sie drauf, also rauf landen auf die Ozeane. Ja, ihr könnt euch auch auf einen gegnerischen Ozean sozusagen teleportieren. Ja, wenn der hier mir gehört und der gehört dem anderen und ich gehe von diesem Ozean zu diesem, dann wäre das möglich, müsste ihm aber das Doppelte an seinen Kosten zahlen, die er aktuell hat.
aber ich darf mich nicht von einem generischen Ozean auf einen anderen bewegen, logischerweise. Ja, das Newsfeld haben wir schon durch. Dann gibt es hier noch diese Spezialfelder mit Religion, Medien und Education, also Einfluss. Diese Einflusskarten hier, die sind auch noch ganz besonders. Wenn ihr die besitzt und ein Spieler landet auf eines dieser speziellen Felder hier, dann müsste man schauen, mit welchem Ergebnis ist er auf dieses Feld gelandet. Ja? Der hat jetzt eine 5 geworfen und bewegt sich jetzt hier mit einer 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt muss er nochmal würfeln und wenn er diesen 5er-Wurf übersteigt mit seinem nächsten Wurf, ja, hier eine 8, dann passiert nichts und er ist safe. Hat er eine 5 oder weniger gewürfelt, dann sieht man sich den Besitzer an, ja, also Education wäre das hier. Und der Spieler verliert jetzt so viele Korbs von seiner Hand, wie der aktuelle Spieler, dem das gehört, solche Influence-Karten besitzt. Ja, das ist wie mit den Ozeanen, wenn ihr mehr habt, wird es teurer. Das heißt, habt ihr zwei solche Education-Karten in eurem Besitz und er landet auf einer und vergeigt den Wurf, dann müsste er zwei Korps von seiner Hand vernichten und zugleich darf sich der Besitzer dann zwei Korps von seinem Vorrat nehmen. Ja, wenn ihr nur eine Karte besitzt, natürlich der andere vernichtet einen Korb, ihr bekommt einen Korb. Sozusagen eine Umwandlungskarte. Hier gibt es natürlich drei Stück davon und drei Felder. Wenn ihr die alle besitzt, dann geht es richtig fett ab. Ja, dann gibt es noch dieses Feld hier. Armstealer. Ihr könnt hier einen Korb kaufen von eurem Vorrat für 150 oder ihr könnt einen Korb verkaufen für 50. Ja, was passiert jetzt, wenn man kein Geld mehr hat? Das ist natürlich nicht so geil. Man muss ja versuchen, immer seine Schulden zu bezahlen und wenn man es nicht mehr kann, dann ist man natürlich aus dem Spiel. Und dann könnt ihr eure Sachen verkaufen, um wieder flüssig zu werden. Als erstes gilt es so eine Art Notfallsplan. Ja, ihr bekommt ja jede Runde, wenn ihr über Start läuft, 200 Billionen, die ihr euch aussuchen könnt. Habt ihr jetzt irgendwo Schulden, weil ihr zahlen müsst, könnt ihr euch entscheiden, eine Vorauskasse von 200 Millionen zu nehmen, aber wenn ihr das nächste Mal über dieses Feld kommt, verfällt der Bonus. Ja, dann müsst ihr dann in der zweiten Runde wieder drüber, damit der Bonus aktiviert wird. Dann könnt ihr noch diese Blättchen hier, die ihr eben sammeln könnt, um Karten zu kaufen, verkaufen für 10 Billionen pro Blättchen. Dann könnt ihr hier von euren Städten sozusagen diese Korps hier abwerfen. Ein Korb bringt euch 30 Millionen und ihr könnt die Städte selber auch verkaufen. Auf der Rückseite der Startkarte steht der Wert, den ihr bekommt, wenn ihr die Stadt nicht verkauft, sondern verschuldet sozusagen. Ihr könnt die Stadt auch nur verschulden, wenn keine Korps mehr drauf liegen. Ja, in diesem Fall, wenn ich Spieler blau wäre und jetzt viel Geld brauche, dann müsste ich jetzt hier alle Korps entfernen. Das wären dann 120 Billionen. Und dann würde ich Caracas, müssen wir mal schauen, wo wir Caracas haben. Caracas, hier haben wir es. Und gebe Caracas auch noch auf für 60 Billionen, dann hätte ich jetzt 180 Billionen bekommen. Ja, ich besitze es zwar immer noch, habe es zwar verschuldet, kann es mir später zurückkaufen, wenn ich diese 80 Billionen wieder ausgebe, dann würde ich die Stadt wieder bekommen. Ja, wenn ein anderer Spieler jetzt auf dieses Feld landet, dann hat er die Option, mir 50 Billionen zu zahlen und dann dürfte er die Stadt übernehmen, würfelt wieder seine Korps aus oder setzt Korps rein und dann gehört ihm die Stadt. Das ist eben der Nachteil, wenn man sich verschuldet hat. Ja, sieht schon, man kann dann eben Städte verkaufen, seine Korps hier verkaufen, die Marker verkaufen, um irgendwie das Geld einzutreiben. Wichtig ist auch, wenn eine Stadt keine Korps besitzt, ja, das heißt, in diesem Fall würde ich sie besitzen und ein Spieler landet drauf, dann übernimmt er sie automatisch, ja,
darf dann, also würfelt die Grenze noch aus, wie bei einem Kampfbeginn, er muss weiterhin einen Korb setzen, würfelt die Grenze hier von 4 aus, das wäre eine 10, und dann darf er die Stadt übernehmen, eben wieder entweder einen Korb reinsetzen oder er würfelt 3 Mal und kann bis zu 3 Einheiten hier in die Stadt setzen. Ja, so funktioniert das Spiel. Also wie Monopoly, ihr würfelt eure Bewegung auf, könnt das aber zusätzlich mit euren Karten beeinflussen. Kämpft hier um die Städte aktiv mit, besetzt die Städte, macht Luftschläge und so weiter, also ganz toll gemacht. Und was man auch wissen muss, hier ist sozusagen eine kleine Übersichtskarte. Hier zeigt es euch an, was ihr mit den Karten machen könnt. Ja, also blaue Karten beeinflussen den W10, also meistens bei der Bewegung. Rote Karten bewürfeln, also beeinflussen den weißen Würfel und den roten Würfel. Und rote Karten beeinflussen auch hier diesen Grenzwürfel. Also immer wenn ihr diesen Würfel zu werfen habt, könnt ihr auch diese roten Karten spielen zum Beispiel. Ja, das war das ganze Spiel. Ihr spielt so lange, bis ein Spieler übrig ist und die anderen alle bankrott gegangen sind. Und dann ist das Spiel vorbei und der andere freut sich. Wenn ihr auf dieses Startfeld direkt landet, könnt ihr eine Art Las Vegas Spiel spielen, ja, so mit 2 Würfeln, das heißt Craps. Da dürft ihr dann bieten, spielt eine Runde Craps, könnt durch Gamblen euer Geld noch erhöhen. Das ist sehr witzig gemacht, irgendwie so ein Glücksspiel noch eingebaut. Und zusätzlich in dem Spiel noch enthalten ein paar Varianten. Wo steht das hier? Auf dieser Seite gibt es noch ein Planetenschach, ein Zweispielerspiel mit König und so weiter. Ja, also eure Marker übernehmen diverse Rollen. Habe ich aber selber noch nicht gespielt, aber dürfte auch eine witzige Idee sein. Und ja, das war's zu World in Conflict. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei Fazit wieder. Bis dann. Ciao.